Er ist misslich, er ist tragisch, er ist bitter, aber das einzig Gute des heutigen Tages ist, dass ihr da seid. Und es beruhigt mich wieder. Aber die Nachricht, die ich als allererstes zuvorderst habe, ist eine sehr schmerzliche Nachricht. Obwohl ich ja eigentlich dafür zustehe, denn ich bin hier, gute Nachrichten zu verkünden. Aber heute fange ich mit einer schlechten an. Achso, ja, ich bin Robert Götz-Matuszewski, ich bin hier The Shadow Man im Haus, im Bundestag, im Hohen Haus, ja. Ich bin für die ganz tollen Linken, CDU, CSU, FDP, Grüne, Linke und die SED, die Partei von unserem Führer, Frank-Walter der Frank-Walter. Und ich ordne für euch alles auf links ein, also für euch da. Ja, Oliver Janich ist frei. Ich sage es gerade raus, ja, freien Herzens, er ist frei. Ein rechtsstaatlicher, freier Journalist, der einfach mal so Minot, Junot, mir nichts, dir nichts, Dinge erzählt hat, die wir nicht hören wollen. Wir wollen sie nicht hören. Wir wollen sie nicht hören im Linkstaat, ja. Der hier nicht zivilcouragelich und linkisch agiert hat. Jetzt ist er wieder frei, ja. Und wir hatten ja gehofft, dass wir den schön nach Deutschland verschippern, nach Bundland verschippern können. Ja, aber gut, wir arbeiten dran. Wir arbeiten dran. So wie wir dran gearbeitet haben, dass der andere hier nicht aus Südamerika herkommt, Billy Six, so arbeiten wir daran, dass der Oliver Janich herkommt. Wir machen das schon. Ja, da ist ja wie gesagt, tragische Nachricht. Aber ich habe natürlich noch gute Nachrichten und da starte ich jetzt direkt mal gleich durch. Schön, dass ihr wieder dabei seid übrigens. Ich freue mich. Ich freue mich. War heute fleißig. Ich habe heute schon einen Energiespartipp geliefert. Der kam direkt von einem Zuschauer. Ja, liebe Zuschauer, ihr könnt mir auch Anregungen geben. Ich baue sie ein. Ehrensache, ja. Also wenn ihr einen guten Energiespartipp habt, wir suchen händeringend danach, ja. Uns fallen ja nur die Schlechten ein von der Regierung. Können ja nicht alle einfallen, ja. Also wenn euch einer einfällt, schreibt es mir, ich werde berichten. So, Video zeigt Flüchtling, der bei seinen Helfern einbricht. Darüber berichtet WirkTV, WeltTV. Die Bewohner von Peutenhausen im Kreis Neuburg-Schrabenhausen unterstützen Flüchtlinge, wo sie nur konnten. Unterstützten. Doch mit der Hilfsbereitschaft ist es jetzt vorbei. Nach mehreren Vorfällen dreht sich die Stimmung im Dorf. Ja, ich habe schon Schwierigkeiten in der Vergangenheit zu sprechen, weil wir unterstützen Flüchtlinge immer. Ja, egal was passiert. Komme, was da wolle. Ja, und dieser Beitrag hier ist rechtsradikal, rechts und überhaupt. Ja, Albaner erschießt Frau am helllichten Tag im Geschäft. In Baden-Württemberg, ja, in Markdorf hat einer unserer Gäste seine Frau erschossen im Laden, ja. Na gut, okay, es war ein Einzelfall. Das war jetzt wirklich ein Einzelfall. Bill Gates, gute Nachrichten von Bill Gates. Bill Gates verspricht mRNA in die Lebensmittelversorgung zu geben, um die Ungespritzten zu spritzen, also zu impfen. Gut, Freunde, das ist doch mal gut, das gefällt mir, ja. Also wer Angst hat vor den Peaks, ja, oder wer es einfach nicht haben will, der kriegt es trotzdem. Das gefällt mir gut. Auch in Spanien, gute Nachrichten, in Spanien werden jetzt Fische, die man isst, geimpft. Ja, und zwar zweimal. Einmal und dann nach zwei Wochen nochmal, finde ich auch gut. Shavsan Shebli wurde angeschrieben, das regt mich richtig auf. Liebe Frau Ausländerin, ich fordere Sie hiermit ganz freundlich auf, dieses Land zu verlassen mit rechtsradikalen Grüßen. Freunde, und genau solche Leute sind es, ja, genau solche Leute sind es, die wir bekämpfen, ja. Shavsan Shebli, Sie haben meine volle Solidarität, vorwärts immer, rückwärts immer. Außerdem ist Shavsan Shebli eine Deutsche, ja, kann ja wohl nicht wahr sein. Regt mich auf. Hier, wenn ihr mal auf Nummer sicher gehen wollt und auf Reisen seid, bitte, da ist das ideale Vorbild dieses Wesen. Macht es richtig mit extra Sauerstoffgerät, einer zusätzlichen Kapsel. So reist man auf Nummer sicher. Und ihr, meine lieben Freunde, bleibt bitte zu Hause. Tragt die FFP2-Maske vielfach übereinander, einen Darmstumpf drüber und lasst euch bitte impfen, 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 impfen. So, hier hat jemand geschrieben, Insekten sind Tiere. Fehlinformationen, sagt der Faktenchecker von Facebook, überprüft von unabhängigen Faktenprüfern. Insekten sind ab jetzt Pflanzen und dürfen veganen Lebensmitteln beigemischt werden. Ja, Freunde. Also, es kann so einfach sein. Es sind Pflanzen. Es sind Pflanzen, ja. Uwe B., du bist aus dem Krankenhaus raus und das erfreut mein Herz und unser aller Herz. Freunde, gute Besserung von uns allen an Uwe B. und an alle anderen, die gerade krank sind im Krankenhaus vor oder nach einer OP. Gute Besserung, wir brauchen euch und ich sage jetzt mal zwischendurch, wir halten zusammen. Bleiben standhaft, optimistisch und voller Tatkraft.
Dann hat sich einer hier beschwert, hat gesagt, ja, World Economy Forum, Inflation, Migrantenflut, Schwarze in der Werbung, Bargeldabschaffung, CO2-Stress, ja, Gender-Durchgenderei, Kriegstreiberei, Verfassungsschutz, der die Regierung schützt angeblich, die Corona-Aufnahmen, Besatzer im Land, Hetze gegen Russland, Polizeigewalt gegen Corona-Demonstranten. Hier ist jemand total genervt. Ja, Freunde, das sind alles, Freunde, das sind alles wieder, das sind hier genau diese rechtsstaatlichen, auf dem rechten Weg befindlichen, die Dinge ansprechen, die wir nicht ansprechen. Was ist denn gegen WEF zu sagen? Ja, World Economy Forum, gut, 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 ja. Und Inflation ist auch gut, weil es macht unsere Sachen wertvoller. Mal drüber nachgedacht. Immer dieses Negativ-Hauttyp 6 tief sehen, ja. Alles, was teurer wird, ist wertvoller. Ihr habt eine Dose Linsen im Schrank, habt da 1,99 bezahlt, ja. Zwei Wochen später kostet die 2,99 und was ist passiert? Wertvoller geworden, ja. Man muss das mal immer von der richtigen Seite sehen, ja. Übrigens gibt ja böse Zungen, die sagen, ja, die Wirtschaft liegt da nieder. Im Gegenteil, ganze große Branchen boomen wie nie zuvor, in Bielefeld zum Beispiel. Im Krematorium läuft der Ofen Tag und Nacht. Na bitte, Freunde, es kann so einfach sein. Dann hier, neuer Angriff auf das Bargeld. Naja, Angriff, Angriff, das sind so Worte. Bei Klavis, ja, über 40 Filialen in Bundland, ja, nimmt man kein Bargeld mehr. Böse Zungen sagen, da kaufen wir nicht ein. Immer mehr Restaurants nehmen kein Bargeld mehr. Böse Zungen sagen, da gehen wir nicht einkaufen. Und angeblich gibt es da einen Paragraphen 14 irgendwo im Grundgesetz und danach müssen die Geschäfte Bargeld akzeptieren. Punkt, aus, Ende. Aber Freunde, das stimmt zwar, ist aber nicht richtig. Ja. Dann schreibt Annabelle Schunke, wer auch immer das ist, wenn ein Deutscher nach ein paar Jahren die chinesische Staatsbürgerschaft erhalten würde, würde niemand auf die Idee kommen, ihn als Chinesen zu bezeichnen. Warum haben alle ein Recht auf die Wahrung ihrer nationalen und kulturellen Identität, nur wir nicht? Ja, Annabelle Schunke, das eine ist das eine, der Deutsche in China, das andere ist das andere, ja, der Afghane in Deutschland. Das kann so einfach sein, ja, mal nachdenken, einfach mal nachdenken, Frau Schunke, ja. Dann hier, Müller-Brot-Skandal. Wir blicken mal in die Geschichte. Ich habe ja auch eine gewisse geschichtliche Verantwortung hier. Wir blicken mal zurück. Schaben, Käfer, Mäusekot. Der Hygieneskandal bei Müller-Brot hat Anfang 2012 die Verbraucher erschüttert. Vor dem Landgericht Landshut müssen sich drei ehemalige Manager des Unternehmens verantworten. So, böse Zungen sagen, naja, Schaben und Käfer, das sind ja halt ganz normale Zutaten heute im Brot, ja. Wenn man hätte hoffen können, dass der Skandal einfach noch 11 Jahre später gekommen wäre, dann wäre es kein Skandal gewesen, sondern hätte man hier berichtet, hier, Großbäckerei ist ihrer Zeit voraus. Schaben und Käfer schon lange in der Produktion, Freunde, das ist visionär. Ja, die waren visionär. Naja, gut, Mäusekot, aber da kommen wir auch noch hin. Rainer Nebelung, danke für deinen Hinweis, deinen Kommentar. Paula Knackstedt, danke für deinen Kommentar und ich bedanke mich herzlichst bei Sebastiano. Hier, Deutschland wird mit der Lieferfreigabe von Leopard 2 Panzern an die Ukraine de facto zum Kriegsteilnehmer. Kriegstreiber Nummer 1 sind in diesem außenpolitischen Eskalationsdingenspummens die kriegslüsternen Grünen. Wer ist denn David Bendels, Herausgeber und Chefredakteur des Deutschlandkuriers? Der Name sagt das doch schon, ja? Deutschlandkurier, da ist ja schon NAZI eingebaut in dem Wort, ja? Kriegstreiber, Kriegstreiber, das sind so Worte, ja? Außerdem, alle guten Dinge sind drei, ja? Wir haben es damals probiert, dann haben wir es nochmal probiert, jetzt machen wir es halt hintenrum, ja? Also, Panzer, ja? Krieg beenden, Panzer senden. Ich zitiere wieder die jungen Liberalen. Freunde! Aktuelle Tchibo-Werbung möchte ich euch zeigen. Hier, sehr schön, gefällt mir außerordentlich gut. So sieht eine typisch deutsche Familie aus. Nur das weiße Hausmädchen stört ein kleines bisschen diese Idylle. Aber gut, okay, es sind halt tolerante Schwatte. Sehr schön. Marcel Knobel, danke von Herzen. Und ja, was haben wir denn hier? Springer-Chef Döpfner hat ein Ziel. Irgendwann keine gedruckte Zeitung mehr. Böse Zungen sagen, ja, das wäre gut, wenn es die Blödzeitung nicht mehr geben würde. Ja, 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 ja. Ach nein, ist ja nicht mehr. Bild-Zeitung ist ja nicht mehr Springer, oder? Ach, ist auch egal. Matthias Döpfner, Vorstandschef des Axel Springer Verlages, spricht von weiten Umstrukturierungen im Unternehmen. Die Zukunft des Verlages sehe ich in den USA. Ja, oh, der sieht aber auch ein bisschen verbraucht aus, aber egal. Dann hier, nach 37 Jahren muss Rentnerin ausziehen. Eigenbedarf für 19-jährigen Nachwuchsgrünen. Ja, eine Rentnerin, die seit 37 Jahren in einer Kreuzberger Wohnung lebt, muss ausziehen. Für seinen Sohn hatte der Eigentümer, ein Filmproduzent aus München, Eigenbedarf angemeldet. Freunde,
Das ist linkisch, linksstaatlich und zivilcouragelich. Das ist die Zivilgesellschaft. Das ist die gelebte Solidarität. Übrigens, morgen 18 Uhr Mittwoch wird hier Claudius Fabich, hier dieser eine Buchautor hier, ja, mit dem digitalen Chronist eine Nachtfahrt durch Berlin machen. Da werden wir dann auch wahrscheinlich hören, wie über Wahlplakate gesprochen wird. Hier, die Geschwindigkeit in Städten wie München, Berlin und Hamburg fällt auf 18 km/h im Schnitt zurück. Wir nähern uns wieder der Reisegeschwindigkeit von Pferdekutschen. Dr. Michael Haberland, Präsident des Automobilclubs Mobil Deutschland e.V. Ja, das sieht der ADAC anders, der macht alles mit. So, und böse Zungen sagen, jeder Schwachkopf, der so verblödet ist und immer noch im ADAC Mitglied ist, dem ist nicht zu helfen. Ja, aber böse Zungen, sind nicht meine Worte. ADAC ist toll, ich finde ADAC toll. ADAC ist toll, toll, toll. Ja. Wir haben ein Volk mit einer Geburtenrate unter Selbsterhaltungsniveau. Warum geht uns eigentlich der Wohnraum aus? Das fragt Roger Beckhamt, AfD. Herr Beckhamt, ich sage nur eins, schwören Sie ab, das sind hier Fragen, die stellen wir hier nicht. Kann ja wohl nicht wahr sein. Päh. Zeinhag ist ein 21-jähriger Klimaterror-Aktivist, dem wegen gewaltlosen zivilen Ungehorsam die Abschiebung nach Pakistan droht. Darüber berichtet Lars Generation. Ja, so, böse Zungen sagen, naja, sich einfach irgendwo hinzukleben und den Verkehr aufzuhalten oder andere Dinge, weg mit dir, ja, aber böse Zungen, sind nicht meine Worte, ja. In der Schweiz, ich hatte unlängst, also gestern berichtet, hat ja ein Franzose, der seit über 40 Jahren in der Schweiz lebt und die Staatsbürgerschaft beantragt hat, diese jetzt nicht bekommen, weil er aus Versehen in einer Baustellenzone mit 80 durchgebraust ist, weil vorher nachher 80 war, aber in der Baustelle war 40, er ist geblitzt worden, jetzt gibt es keine Staatsbürgerschaft, so läuft das, ja, in der Schweiz, aber nicht bei uns. So, auf jeden Fall hier, Zeinhag wird schon nicht abgeschoben, Freunde, macht euch keine Sorgen, der bleibt hier, ja. So, dann haben wir hier, deutsches Ehepaar kämpft für die Ukraine. Schön, da haben wir die beiden. Ja, darüber berichtet WirkTV. Finde ich gut. Habe ich einen kleinen Screenshot für euch gemacht. Freunde, wenn ihr Langeweile habt, ja, und euch alles einerlei ist, ja, könnt ihr für 3.500 Euro im Monat, ja, in den Krieg ziehen. Schule bringt 11-jährigen Geschlechtumwandlung bei. Das wird hier kritisiert. Was ist denn daran zu kritisieren? Man kann nicht früh genug medizinisch aufgeklärt werden. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach hatte in einem Interview mit der Rheinischen Post behauptet, dass Covid-Erkrankungen oft eine nicht mehr zu heilende Immunschwäche zur Folge hat und nun für Diskussionen gesorgt. Wörtlich sagte Lauterbach, Studien zeigen mittlerweile sehr deutlich, dass die Betroffenen es häufig mit einer nicht mehr zu heilenden Immunschwäche zu tun haben. Das kann ein Risikofaktor für die Entstehung von chronischen Erkrankungen sein, angefangen bei Herz-Kreislauf-Problemen bis hin zur Demenz. Wie gesagt, das ist noch nicht sicher, wird intensiv erforscht. Ich verfolge die Studien und diskutiere mit Experten. Das zeigt, wenn jemand nach 2 Infektionen ein stark gealtertes Immunsystem hat, ist es ratsam, dass er weitere Covid-Infektionen vermeidet. Mehrere Medien berichteten unreflektiert über die Aussage des Ministers, doch dieser muss die Äußerung bereits nach wenigen Tagen wieder zurücknehmen. Der Grund, sie ist unwahr. Wissenschaftsjournalistin Christina Bernd von der Süddeutschen Zeitung deckte die Fehlinformation auf und schrieb in ihrem Kommentar von einer schwer zu heilenden Kommunikationsschwäche. Naja, ja, also gut, okay, ja. Fehlinformation, das sind so Worte, ja. So, dann hier. Galeria, Karstadt, Kaufhof-Filialen sollen einige geschlossen werden. Wie die Süddeutsche Zeitung erfahren haben will, gehören zu den Standorten, die geschlossen werden sollen, Kaufhäuser in Bayreuth, Chemnitz, Cottbus, Göttingen, Kiel, Landshut, Lörrach, Lübeck und Münster, Nürnberg, Paderborn, Reutling und Saarbrücken und auch in Siegburg und in Speyer und in Trier und in Wiesbaden. Es gäbe aber auch, so der Bericht, weiter Standorte, die als sicher gelten. Dazu gehören Aachen, Bonn, Braunschweig, Bremen, Dresden, Kassel, Mannheim und Würzburg. Na bitte, noch kann man da einkaufen und arbeiten. Schön, schön, schön. Ein hochkarätiger europäischer Pathologe berichtet, dass er und seine Kollegen in ganz Europa keine Hinweise auf Todesfälle durch... Das kann ich hier nicht vorlesen. Das lese ich auf YouTube vor. George Orwell, eine Schulbehörde in New Brighton erklärt, sie benötigt in allen Bereichen Zugang für Produkte rund um die Menstruation. Nicht alle menstruierenden Studentinnen sind weiblich. Natürlich nicht. Also, das ist ja nur hinlänglich bekannt, dass auch Männer menstruieren, ja. So. Das sieht man doch an hier Helge Lind, ja, also ich meine, oder? Ja? Oder Herrn Hofreiter. Also, ja, so. Dann hier,
Richard Rigan, der Elvis von Schwabing, ja, der hatte, ist ja leider verstorben, herzliches Beileid, der hatte aber vorher noch das Beste gemacht, was man tun kann, ja, bevor man stirbt, ja, hier, guter Mann, ja, Friede seiner Asche und Freunde, lasst euch bitte impfen. Ja, Werner Hassold, danke für deinen Energiespartipp. Ich habe ihn schon produziert. Er ist schon in der Pipeline und zu sehen auf meinem Zweitkanal Robert Götz Matuszewski Premiere. So läuft das, Freunde. Wir arbeiten hier Hand in Hand zusammen. Ihr lest, ihr seht, ihr hört, ihr verfolgt, ihr beobachtet und ich sende und das ist sozusagen eine Symbiose. Ja, wenn ihr kommentiert, kann ich das sozusagen auch lesen und beobachten und kontrollieren, observieren, überwachen und mit einbauen in meine Sendung. Das ist gut, ein Geben und Nehmen. Schön, das ist schön. Schön, dass ihr dabei seid. Schön, dass ihr kommentiert, dass ihr abonniert, dass ihr ein Däumchen hoch gebt. Bitte abonniert meinen Kanal, wenn ihr ihn noch nicht abonniert habt. Irgendwie werde ich gerade so ein bisschen ausgebremst. Ja, früher waren so pro Video 100, 150, 200 neue Abonnenten, manchmal auch nur 50. Ja, jetzt sind es im Monat 50 neue Abonnenten. Ja, aber wahrscheinlich ist die linke, linksstaatliche, zivilcouragliche Gesellschaft jetzt erschöpft. Alles sind alle bei mir. Wobei, das kann ja nicht sein. Nur 31.800 Linkische in Bundland? Eigentlich nicht, ne? Müssten eigentlich Millionen sein. Aber gut, wir arbeiten dran, ich arbeite dran, ihr arbeitet dran. Übrigens, dieses Video wird immer automatisch kopiert nach Odyssey. Alles, was hier läuft, geht automatisch immer in Kopie zu Odyssee. Da werden die Videos alle kopiert. Was ist denn los mit meiner Hand? So, ja, zur Sicherheit. Kommt bitte auch zu Telegram, da bin ich auch. Und ja, YouTube sowieso. Da mache ich jetzt ein schönes, frisches Video, wo dann die Sachen gesagt werden, die ich hier nicht sagen kann. Obwohl YouTube die zensurfreiste Plattform von der ganzen Welt ist. Ja, schön. Ja, gute Nachrichten heute. Ja, wie gesagt, also mit dem Oliver Janich, das ist misslich. Ja, misslich, misslich, misslich. Aber gut. Olli, wir kriegen dich. Gut. Grüße von Bruno, Kevin, Jerome und meiner lieben Frau Martina, die euch herzlichst grüßt. Und Freunde, wenn ihr meine Arbeit wertschätzt, danke für eure Unterstützung. Sie lebt von eurer Unterstützung. Danke an meine lieben, lieben Unterstützer. Es hilft. PayPal und Konto hängt hier drunter. Und ich mache jetzt weiter. Ihr macht weiter. Und die wichtigste Botschaft überhaupt kommt immer zum Schluss. Es ist so, es war so, es wird auch immer so sein. Ich, Robert Götz, Matuszewski, hab euch lieb. Ist so. Kleine persönliche Anmerkung. Ich habe doch heute Wahrheitstropfen genommen. Ehrlich gesagt hatte ich jetzt überhaupt gar keine Lust. Ich wollte jetzt einfach mal 2 Wochen gar nicht senden. So, also wirklich, so gar nicht. Weil einfach alles unerträglich ist. Aber ich habe hier eine Verantwortung für euch und eure Kommentare motivieren mich und deswegen wird weitergemacht. Hab euch lieb.